So, hallo und herzlich willkommen im Wald, kurz vorm Dunkelwerden, aber ich wollte noch schnell eine Review loswerden zu meinem neuen Quilt. Ich hatte euch immer irgendwann, ja, der Horizont ist schief, das ist jetzt heute so. Ich hatte euch ja schon mal erzählt, was ein Quilt ist. Dazu gibt es ein älteres Video, ist ein Quilt jetzt Hightech oder doch nur eine Decke? Und im konkreten Fall, das hier ist meine olle Standard-Isomatte, die ich schon seit Jahren verwende. Das ist die Thermarest X-Therm, älteres Modell. Die modernen sehen ein bisschen anders aus, haben ein besseres Ventil und so weiter und so fort. Ist aber auch gar nicht so wichtig, da kann man jede beliebige Isomatte nehmen. So, und das hier ist ein Quilt, und zwar mein 3-Jahreszeiten-Quilt, und der ist neu. Und zu dem wollte ich wirklich kurz mal eben schnell noch was erzählen. Das geht auch nicht lange. So, grob, was ist ein Quilt? Das ist im Grunde eine Decke mit Befestigungsmöglichkeiten, die man um sich selbst bzw. um die Isomatte, auf der man standardmäßig ja sowieso liegt, zusammenziehen kann, damit es einem nicht unter der Decke drunter durchweht. Und sie ist deswegen nur eine Decke in Anführungszeichen, also sprich, da ist kein Rückenteil vorhanden. Das kann man zum Beispiel schön am Fußende sehen. Ne? Hier seht ihr, das ist das Fußende, da steckt man die Füße rein. Soweit ist es ein geschlossener Schlafsack, die paar Zentimeter hier, die Fußbox. Ne? Und ab da fehlt dann der Rücken von einem geschlossenen Schlafsack. Stattdessen liegt man damit eben da direkt auf der Isomatte mit der Seite und drückt das durch das Körpergewicht auf die Isomatte und befestigt es dann an der Isomatte mit solchen Strippen hier. Das zeige ich euch gleich. Hier ist nochmal eine Strippe. Und dann im Halsbereich gibt es einen Druckknopf, mit dem man das nochmal zumachen kann. Und fertig, dann ist das an der Isomatte schön fixiert. Und dann kann es einem hinter den Rücken sozusagen nicht reinziehen. Und man spart einen Haufen Stoff, weil man eben nicht eine komplette geschlossene Röhre braucht. Und damit ist ein Quilt leichter bei halbwegs vergleichbarer Wärmeleistung. So, und im konkreten Fall, wie gesagt, funktionsweise zeige ich euch gleich, ist das hier ein Thermarest-Quilt. Und zwar, also hier steht Thermarest, hoffentlich man kann das halbwegs entziffern. Und zwar ist das der Vespa 20 Fahrenheit bzw. minus 6 Grad. Minus 6 Grad ist die Limittemperatur, das heißt, du musst schon ziemlich kälteresistent sein, wenn du bis minus 6 Grad unter dem Ding da liegen möchtest. Im Deutschen wird er gerne auch als 0 Grad Version verkauft. Bis 0 Grad würde ich auch definitiv unterschreiben, dass das gut geht, bei mir zumindest. 2-3 Grad minus geht sich ja auch noch irgendwo, wenn man noch ein bisschen warme Klamotten drunter anzieht. Und dann passt das soweit. Ne? Ist recht teuer. Thermarest ist jetzt nicht gerade die billigste Marke. Weiß nicht mehr genau, was der kostet, aber 300-400 Euro sind schon. Und gibt es nur in dieser Farbe, die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist mit 950er Gänsedauner ausgestattet, 950 Kubik-Inch Bauschvolumen. Das ist so ziemlich das Beste, was du überhaupt haben kannst. Manche Leute zweifeln, dass man diese 950 wirklich erreicht. Jedenfalls ist es eine sehr hochwertige Gänsedaune. Die ist zusätzlich noch mit einer Nixwachs-Imprägnierung imprägniert, die dafür sorgen soll, dass die Daune nicht so feuchtigkeitsempfindlich ist wie handelsübliche Daune. Sie ist zertifiziert, dass es sich dabei um gänsefreundlich gewonnene Daune handelt. Das heißt, die Gänse mussten nicht darunter leiden, dass man ihre Daune haben wollte. Dieser Zertifizierung darf man auch durchaus vertrauen. Es gibt noch 2-3 bessere Systeme, wo die Gänse noch besser verhandelt worden sind als bei RDS, Responsible Down Standard Daune, aber das kann man wirklich bedenkenlos kaufen. Da muss man sich keine Sorgen machen, eben wegen Tierschutz und wegen Tierleid, weil insbesondere, wenn man drin schlafen möchte und das sehr kuschelig und sehr gemütlich, ist mir persönlich wichtig, dass ich weiß, dass die Gänse, von der die Daune stammt, in der ich so kuschelig und weich übernachte, ein gutes Leben hatten, soweit das halt für eine Mastgans überhaupt drin ist. Ne? Aber ja, sonst muss man über Veganertum nachdenken und so weiter. Also im Grunde haben wir auf der Rückseite eine 4-Punkt-Fixierung an der Isomatte. Wir haben einmal die Fußbox, die einfach durch die Füße drin aufliegt. Und wenn man die nicht hochhebt mit den Füßen, dann ist sie fixiert. Zweitens haben wir einen unteren Streifen, mit dem man das so ungefähr in Oberschenkel bis Knie, je nachdem wie lang man ist, Höhe fixieren kann an der Isomatte. Wir haben einen weiteren Streifen, der so in etwa auf Bauchhöhe ungefähr verläuft, so Bauch- bis Brustansatz, wie gesagt, je nach Körpergröße. Und mit dem Druckknopf ganz oben fixierst es um deinen Hals und ziehst es da dann auch schön zu. So. Und weil das alles so von der Erklärung her ein bisschen schwierig ist, schlupfe ich da mal drunter, mache mir das alles schön fest und zeige euch das mal im Drinliegen.
So, also, ich habe das jetzt schon soweit alles festgemacht, was festmachbar ist. Und hier machen wir jetzt den Kragen nochmal auf. Dann kann man sich das hier so schön hinlegen. So habe ich das dann normalerweise auch griffbereit, wenn ich dann abends schlafen gehen möchte. Natürlich mit der Isomatte im Zelt und nicht vor dem Zelt. Und jetzt schlüpfst du da so rein, deckst dich da wirklich mit einer Decke zu, schlüpfst mit den Füßen bis hinten in die Fußbox und legst dich gemütlich hin. Zack. Jetzt kann man sich so zudecken und in vielen Fällen reicht das schon. Es ist warm genug, in vielen Fällen. Ja, will man aber, weil es wirklich eine kalte Nacht ist, noch ein bisschen Wärme haben, dann nimmt man sich noch den Wärmekragen und wahlweise macht man ihn vor dem Kopf zu und zieht dann hinterher den Kopf durch. Oder man macht es hinterm Kopf zu. Ich versuche mal Letzteres. Das ist mir immer eine Fummelerei zugegeben. Aber auch ein bisschen Übungssache. Zack. So. Und jetzt habe ich den halt auch hinter dem. Ich rutsche ein Stückchen runter, dann seht ihr mich besser. Wurm, wurm, wurm. So, jetzt habe ich den also auch hinter den Schultern geschlossen. Jetzt kann von da hinten auch kein Wind mehr hier reinziehen. Jetzt muss man natürlich noch eine Mütze aufziehen, weil eine Kapuze hat das Ding nicht, bauartbedingt. So, und dadurch, dass der jetzt mit den Schlaufen einigermaßen fixiert ist, ist die Chance, dass es hier Löcher gibt, wo mir jetzt der kalte Wind reinzieht, relativ gering. Ja? Also ich muss mich schon sehr weit hin und her wälzen, drehen und machen und tun, damit da eine Lücke entsteht, wo es mir wirklich reinzieht. Ich sag mal, die Lücke ist sowieso kein Problem, solange der Schlafsack warm genug ist, beziehungsweise der Quilt warm genug ist und die Außentemperatur nicht niedrig genug. Auf gut Deutsch, momentan ist das hier drin gerade irre heiß. und ich möchte gerne eine Lücke haben. Aber ja, ich sag mal, ich habe mit meinem Drehverhalten pro Nacht vielleicht 2 oder 3 Mal ganz kurz einen Moment, wo mir hier ein bisschen kalte Luft reinkommt. Und mehr ist es aber nicht. Also das stört mich persönlich so gut wie gar nicht. Dass ich davon mal wach geworden wäre, wüsste ich nicht. Kann ich nicht bestätigen. Ich habe jetzt unter der Version vom Quilt, habe ich jetzt insgesamt so um die 15 Nächte bisher jetzt gepennt. Und ich habe aber noch eine Sommerversion davon. Das ist dann der 7 Grad, der Vespa 7 Grad. Und ja, der ist halt dann nur bis 7 Grad. Auch das ist die Limittemperatur. Ich würde ihn eher bis 11 Grad empfehlen, weil der ist schon sehr, sehr, sehr dünn und sehr, sehr leicht. Packmaß ist lächerlich niedrig, also wirklich lächerlich. Und Gewicht, das Ding wiegt, glaube ich, 400 Gramm oder sowas. Ja, also auch lächerlich leicht. Also man kann massiv Gewicht sparen, indem man einen Daunenquilt statt einem Standardschlafsack verwendet. Und es wird mir jetzt echt zu warm. Dann macht man da hinten wieder auf und dann kann man hier diesen machen. Und er ist halt sehr flexibel. Ne? Also ist es dann doch nicht so kalt wie erwartet, dann liegst du halt so da oder du liegst so da und liest noch ein bisschen. Oder du hängst unten die Füße eben nicht in die Fußbox, sondern nebendran. Und also super flexibel in der Anwendung. Das geht natürlich auch mit vielen Schlafsäcken. Aber ja, ich mag auch diese Fixierung an der Isomatte, dass einem das Ding nicht wegrutschen kann. Im Gegensatz zu einer Standardmatte, Standarddecke oder so. Ja, aber das ist es im Grunde. Mehr Zauberei steckt da gar nicht dahinter. Ich zeige euch noch ein paar Details von dem Ding und dann haben wir es auch schon. Also ein wesentlicher Unterschied jetzt zwischen der Version hier, also dem minus 7 und eben dem leichten Sommermodell, besteht darin, dass wir hier Daunenkammern haben. Heißt, die Naht hier zwischen den einzelnen Daunenkammern, die ist nicht durchgehend. Da hat man also nicht mit der Nähmaschine einmal drrrt gemacht und hier einmal das so abgesteppt, sondern da ist, das kann man schön so in der Seitenansicht sehen, das bleibt relativ breit auseinander und die Naht zieht das eben nicht zusammen, sondern da sind also quasi wirklich so Kammern eingenäht, die verhindern, dass man hier Kältebrücken hat, indem man da einmal so durchgenäht hat. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Hier einmal wirklich platt genäht ist es nicht, sondern es ist ein Stück weit auseinander. Und nirgendwo kann das passieren, dass man das Ding also einfach so komplett platt liegt, ja, weil man liegt ja auch nicht drauf. Und dadurch ist der viel wärmer, der hat auch einfach mehr Daune drin als die Sommerversion.
Und unglaublich kuschelig von der Haptik her, fühlt sich wirklich super gemütlich an. Dadurch, dass die Daune antifeuchtigkeitsbehandelt ist, hebt das Ganze wahrscheinlich noch mal deutlich länger. Die Daunenlanglebigkeit soll damit erhöht sein, kann ich jetzt nichts zu sagen, so lange habe ich das Ding noch nicht. Aber dass es sehr feuchtigkeitsunempfindlich ist, kann ich bestätigen. Es waren schon 2-3 Mal Situationen dabei, wo ich einfach wirklich ordentlich auch geschwitzt habe, weil es ein bisschen zu warm war oder die Nacht sehr lang war und ich am nächsten Morgen nicht viel Zeit hatte, um das Ding noch austrocknen zu können oder an den nächsten Baum zu hängen, damit es trocknet, weil es halt einfach das Wetter scheiße war. Hat er immer wunderbar überlebt und komprimiert werden, in den Rucksack gestopft werden, teilweise auch 48 Stunden lang im komprimierten Zustand im Rucksack transportiert werden, obwohl er am Tag vorher nicht perfekt durchgetrocknet war, macht dem Ding nichts aus. Für ein Daunenprodukt ist das erstaunlich robust. Also da mache ich mir ja über andere Daunenprodukte, die nicht diese zusätzlich imprägnierte Daune haben, erheblich mehr Sorgen, muss ich zugeben. Also was die Haltbarkeit und was die Pflege und so weiter und so fort angeht. Also bislang kann ich da wirklich nicht meckern. Einzig und allein die Temperaturangaben bei beiden Quills von Thermarest, die ich jetzt besitze, die sind halt schon sehr, sehr optimistisch. Also weder mit dem Sommermodell möchte ich nicht ohne warme Klamotten drunter wirklich die 7 Grad ausprobieren. Und wenn ich da so warme Klamotten drunter anhabe, dass das mit den 7 Grad geht, dann kann man sich schon sehr kloppen, ob man dann das wirklich so auslegen kann, dass es bis 7 Grad reicht. Und hier ist es mit den minus 7 Grad so ähnlich. Jetzt hatte ich noch keine minus 7 Grad, aber ich hatte 0 ungefähr. Vielleicht waren es auch minus 1 mal zwischendurch. Und ich muss sagen, das war immer noch super, super kuschelig mit einer Hose, einer richtigen Hose, nicht einer super, super dünnen Schlafzughose, sondern einfach die Hose, die ich den Tag über angemacht habe. Und obenrum T-Shirt plus ein Fließjäckchen. Ja? Plus eine Mütze auf. Dann war minus 1, wahrscheinlich so minus 1 an den kältesten Punkten. Das war noch kuschelig und das war während einer Trekkingtour. Das heißt, man ist da sowieso nicht mehr so ausgeruht und so kälteresistent, wie wenn man jetzt zum Beispiel aus einem warmen Bett kommt und dann nur eine Nacht mal draußen im Walde übernachtet. Daher die Temperaturangaben. Also ich weiß nicht, was man anhaben muss darunter, um auf minus 7 klarzukommen. Oder muss man einfach ein Mensch sein, der unglaublich heiß heizt des Nachts. Das mag auch sein. Und ihr seht, das Licht ist fast weg. Und damit habe ich einfach nicht mehr allzu viel zu dem Ding zu sagen. Wer Plagmaß sparen möchte, wer Gewicht sparen möchte und wem, weiß nicht, 400 Euro, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr derzeit, ich weiß es nicht. Ja, aber teuer. Guckt einfach nach, was er aktuell kostet. Vespa minus 7 aus der unter dem Namen im Internet zu finden bei verschiedenen Anbietern, käuflich erhältlich, mir doch sowieso egal, ob ihr das Ding haben wollt oder nicht. Ja, teuer, ja, Performance hervorragend und wirklich, wirklich gemütlich. Und auch wenn es vielleicht nicht so aussieht und ein bisschen dämlich aussieht, wenn ich da drunter liege und die Raupe mache. Wenn man ein bisschen Übung hat mit unterm Quilt schlafen, hat man da schon recht viel Platz drunter. Wobei es den eben nicht in noch breiter gibt. Das heißt, wenn man noch viel breiter ist als ich, egal in welchem Bereich des Körpers, hier oder da unten oder hier oder als Frau da unten oder was auch immer, wenn man viel, viel breiter ist als ich, wird es irgendwann wahrscheinlich zu breit und dann wird es ein bisschen eng. Und dann kriegt man halt einfach häufiger mal Löcher, wo kalte Luft reinzieht. Ne? Auch mit einer ultrabreiten Isomatte müsste man vorsichtig sein. Weil auch damit kriegt man dann tendenziell irgendwo ein Loch, wo dann kalte Luft reinzieht. Ne? Das ist so das Hauptproblem. Wer sich mit dem Gedanken, dass es mal passieren kann, dass es einen kleinen Kaltlufteinbruch gibt, so überhaupt nicht anfreunden kann, der ist mit dem Quilt sicherlich falsch. Ja, aber die Gewichtsersparnis ist einfach klasse. Ja, und man kann den halt multifunktionell verwenden, indem man dann, nachdem man aufgestanden ist, sich morgens damit noch ein bisschen zudeckt, sich um die Schultern legt und einfach als zusätzliches Kleidungsstück auch einplant. So habe ich das in Norwegen gemacht. Da hatte ich eigentlich ein bisschen wenig Klamotte dabei und habe noch eine warme Jacke überlegt, ob ich sie mitnehme. Habe dann gesagt, nee, nehme ich nicht mit. Wenn es mir kalt wird abends, dann nehme ich den Quilt und decke mich damit noch ein bisschen zu. Auch im Sitzen, auch im Lagerleben, notfalls auch draußen, gar nicht so sehr im Zelt. Und ja, es kam anders. Wir waren dann nämlich im Zelt, weil es war saukalt, durchgehend. Aber der Quilt hat mir immer super gute Dienste geleistet, auch als Decke, wenn man gerade mal nicht schlafen wollte. Auch als Zusatzwärmer im Rücken, Nieren, Bereich, wenn man im Zelt saß und gekocht hat und sich dabei natürlich nicht zudecken wollte und den Quilt natürlich auch nicht in die Nähe der Flamme kommen lassen wollte, weil feuerfest ist der nicht.
Die weiße Farbe habe ich erwähnt, finde ich ein bisschen grenzwertig. Eine andere Farbe wäre mir, also blau, dunkelblau, irgend sowas wäre mir lieber gewesen. Dieses, das ist schon ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie. Man sieht auch die Daunen sehr gut da drin. Das ist manchmal ein Vorteil. Andererseits möchte ich nicht, dass das Ding so durchsichtig ist. Ich habe da irgendwie Schwierigkeiten mit, keine Ahnung. Aber das ist scheißegal im Grunde und juckt mich eigentlich nicht wirklich. Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben, weil ich ja gerade am Meckern bin. Ja, und eben weil ich am Meckern bin, ein dritter Riemen zwischen den zwei anderen, mit denen man das Ding an der Isomatte fixiert, der hätte das Gewicht sicherlich nicht ins Absurde wieder angehoben. Wäre also wirklich nicht schlimm gewesen. Das Teil ist so schon lächerlich leicht genug und würde den Liegekomfort bzw. die Chance, dass man sich da dann doch mal einen kleinen Zug drunter holt, nochmal deutlich reduzieren. Also das wäre noch eine schöne Sache für eine Neuauflage, dass man da einfach nochmal zwei winzig kleine Befestigungsösen und einen dritten Riemen mitlegt. Einen dritten Riemen könnte man sich ja kaufen, aber es gibt halt keine Befestigungsösen dafür. Deswegen bringt einem einen extra Riemen zu kaufen jetzt nicht viel. Drum, ja, und man kann die auch nur schlecht bis gar nicht selber dran nähen, noch ein paar zusätzliche Ösen. Das traue ich mir dann auch nicht zu, ohne dass da die halben Daunen rausflutschen. Daher, das wäre vielleicht wirklich noch ein valider Kritikpunkt. Weiß nicht, warum es den nicht gibt. Ja, das habe ich allerdings jetzt vergessen. Darum hier nochmal auf dem Wege. Ja. Also das sind die zwei Kritikpunkte. Erstens die Temperaturangaben, die nicht so realistisch sind für meinen Bedarf. Und also ja, es müsste wenig Leute geben, die die minus 7 da schaffen. Ohne Zusatzklamotten, viel Zusatzklamotten. Und ja, die Farbe, das war's. Ansonsten ein tolles Produkt. Bisher bin ich da ganz begeistert von. Preislich teuer, aber scheint mir angemessen zu sein. So, ihr seht mich gleich nicht mehr. Ich sage jetzt Tschüss, weil ich muss hier noch zusammenbauen. Ich will hier gar nicht draußen pennen. Ich habe das Zeug nur dabei zum Vorzeigen. Ich gehe jetzt wieder brav nach Hause. Ich komme ja gerade aus dem Urlaub, mehr oder weniger. Da haben wir lang genug draußen gepennt. Bin gar nicht so böse, mal wieder drinnen zu schlafen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.